Hi, wir sind Maureen und Bounty und wir zeigen euch heute, wie man ganz leicht ein Hufverband anlegen kann. Für einen Hufverband braucht ihr Watte, dann eine oder zwei Haftbandagen und eine Rolle Klebeband. Zuerst wird die Watte um den hochgehobenen Huf gelegt. Dann werden die Seiten übereinander geschlagen und schließlich der Rest der Polsterung über die Zehe auf die Sohle zurückgelegt. Mit einer Hufbandage wird das Polster im zweiten Schritt fixiert. Es gilt, den Ballen mit einzubinden. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man alleine ist. Einfacher ist es tatsächlich, wenn man Hilfe hat. Da reicht jemand, der den Huf hochhält, damit man beide Hände hat, um die Bandage um den Huf zu wickeln. Die Bandage wird seitlich um den Huf und dann diagonal vom Ballen bis zur Spitze zurück über die Fesselbeuge und in die andere Richtung gewickelt. Zum Schluss wird der Ballen noch einmal etwas strammer umwickelt und dabei ist es wichtig darauf zu achten, dass die Watte am oberen Rand etwas ausgespart wird. So kann man zum Beispiel besser angießen. Im dritten Schritt wird dann die Sohle des Hufverbandes geklebt. Dazu wird das Klebeband in ca. 4 Bahnen aneinander und dann unter den Huf geklebt. Es empfiehlt sich, die Stelle auf Höhe der Zehe etwas dicker zu kleben, um eine schnelle Abnutzung zu verhindern. Die Sohle wird vorne und hinten um den Huf geschlagen und an den Seiten angedrückt. Im vierten und letzten Schritt wird die Sohle mit einer weiteren Sohle bestehend aus 4 Streifen in die entgegengesetzte Richtung geklebt und schließlich am Rand ringsherum mit Klebeband fixiert. Es empfiehlt sich, die Sohlen vorher schon vorzubereiten, besonders wenn man alleine ist. Das erspart einem einiges an Fummelei und Ärger. Wichtig ist schließlich, dass der Verband so locker sitzt, dass man an der Fesselbeuge vorne und hinten mit einem Finger hineinfassen kann. Ordnet der Tierarzt an, den Huf anzugießen, lässt sich nun ganz leicht der Verband am Rand öffnen, um die Flüssigkeit von allen Seiten mit Hilfe einer Gießkanne oder alternativ einer PET-Flasche einzugießen. Steht das Pferd dabei nicht still, kann eine zweite Person dabei behilflich sein und einen anderen Huf während des Angießens hochhalten. Fertig ist der Hufverband.